Oh, der Faden. Sehr schön. Das waren ja keine Zufälle bisher. Nein, bisher war es nur Vodafone. Okay, was mache ich jetzt hier? Und ja, meine Bulle hat wahrscheinlich auch nichts damit zu tun. Nein, die hat einfach nur was mit. Ich vermute mal, du hast sie zu lange in der Sonne gelassen, sondern ist das Plastik angeschmolzen Ich oder war sowas? zu lange in der Sonne, ich war draußen. Ja, vermutlich war es einfach so heiß, dass das Plastik seine Struktur aufgegeben hat von dem Ding. Also es kann passieren, ich arbeite sehr viel mit Kunststoff. Ja, Und das es war auch vorher schon ein bisschen brüchig, das Ding. Also es ist durchaus Ja, gut, nicht dann ist es brüchig noch nicht, drin. aber es ist abgewetzt so ein bisschen. Also es war, die Brille war nicht mehr die neueste. Ja, dann wird Das es kann man schon so wahrscheinlich daran sagen. gelegen haben, weil ich weiß, dass Duroplasten auf jeden Fall gerne mal drauf gehen, wenn es ein bisschen zu warm Nee, wird. aber es war Metall. Das ist Das war Metall. Metall? Das ist vom Metall. Das ist eine Metallbrille. Ach so, ja, dann erst Also würde ich recht. sagen. Dann wird es wahrscheinlich Alu gewesen sein und das hat eine gewisse Zeit, Ja, bis es das weiß ich nicht, wegoxidiert. aber. Oder was ist für ein Metall? Weißt du es? Ich habe das nicht untersucht. Ist auf jeden Fall Jetzt mit, das einfach. Gestell ist Metall, das ist. Ja, es wird wahrscheinlich. Das Gestell meinst du war nicht so teuer, also wird es wahrscheinlich entweder. Rostfreier Stahl wird es nicht sein, der ist zu teuer, es wird wahrscheinlich Alu oder ein ähnliches Zeug sein. Hier, Leiter. Ja, vermutlich wird es ein Alu-Gestell gewesen sein und das. Wenn das mal wegoxidiert, dann zerfällt dir das. Das weiß ich, weil ich das auch schon erlebt habe. So schöne Zelda-Musik im Hintergrund. Juhu. Nice. Jetzt mal zur Entspannung nach der Horror-Story. Immerhin hast du einen guten Partnamen. Ich glaube, sowas zieht ganz gut. Das, ob was nicht über mehrere Parts, ob es nicht über mehrere Parts geht. Ja. Wobei, da kannst du ja sagen, einmal die ganze Geschichte und dann die Auflösung. Es war Vodafone. Hoffe ich jetzt mal. Also Vodafone, das haben wir ja raus, dass das definitiv daran. Dass das zumindest ein Stream war, ja. Und bei mir, dass es da Und dein kurz Internet auch. Probleme bei ein paar Haushalten gab. Das haben wir jetzt bewiesenermaßen. Ja, alles lässt sich am Ende irgendwie. Muss Ja, nicht alles mystisch und schlimm sein. und dabei mussten wir gar nicht bei Galileo Mystery anrufen. Gibt's die eigentlich noch? Ich habe noch nie eine Folge davon gesehen. Hast diesen, ich glaube bei Twitch Clips Germany war das letztens mit dabei hier, wo es hier Creepypasta Punch, ne, wo von seiner Community Oh ein, ja, der ist so jemand. gut. Ja, das war so gut. Kannst du bei mir flackert in letzter Zeit das Licht, kannst du darüber mal ein Video machen? Ja, Ja, stimmt. sicher. Ja, sicher. Bei User XYZ flackert das letzte Zeit das Licht. Wir haben darüber Wer keine weiteren bist du? Frage ich nicht. Beweise. Das ist das Video. Lasst bitte ein Abo da. Jetzt war's. Bis zum nächsten Mal. Ja, es gibt aber so viele Leute, die einfach bei sowas schon anrufen. Ich meine, ich hatte jetzt Bip und da lüge ich jetzt auch nicht. Ich hatte da wirklich für 2 Minuten oder so Schiss, bis mir eingefallen ist. Ja, das kann man, Schau, ist ja Moment, das ist nicht das natürlich. erste Mal. Das ist nur ein sehr seltsames Timing gewesen. Ja, ist ja, das ist ja. Wie gesagt, selbst wenn mir sowas wirklich mal Ist ja passiert. natürlich, da Angst zu haben, da Schiss zu haben, das ist ja.
Ja, klar. Nichts, wo man. Aber wie gesagt, ich kenne mich eigentlich zu gut damit aus. Selbst wenn mir sowas mal passieren sollte, ich weiß, was zu tun ist. Und ja, ist klar, dass du, wenn du dich viel damit beschäftigst, natürlich zuerst mal daran denkst. Das kann man dir auch nicht übernehmen. Ich denke ja nicht zuerst daran, sondern ich denke zuerst, okay, wird wahrscheinlich eine Leitungssache sein. Aber wenn es das halt jetzt nicht gewesen wäre, sondern irgendwas anderes, dann hätte ich mir wirklich Sorgen gemacht. Und ich meine, ich bin halt in dem Bereich schon so gebildet, bei Galileo wäre ich wahrscheinlich schon Experte. Ich würde sagen, ich habe ein paar Bücher gelesen. Ja, um bei Galileo Experte zu sein, da musst du einmal das Internet benutzt haben. Dann bist du IT-Experte. Ja, wird hier immer hübscher hier bei mir. Die kleinen Eckchen hier sind schon hübsch aus. Das ist die letzte Galileo-Folge, die du jemals gesehen hast. Weiß ich nicht mehr. Irgendein Wasserrutschentest. Es ist immer entweder Jumbo, der sich tot frisst, oder Wasserrutschen. Da braucht ein Tränk, da brauchen wir ein Tränkeset noch oben drauf. Trankstation habe ich jetzt nicht, oder hast du nicht da einen dabei? Zaubertisch und Bücherschränke hast du auch nicht dabei. Nee, Bücherschränke kann ich aber dann machen. Wir brauchen aber noch Kühe auf jeden Fall. Demnächst. Ich wollte ja letztes Mal welche mitnehmen, aber die sind leider meinen Hunden zum Opfer gefallen. Drei Braustationen hat er dort. Das ist okay. Man kann auch übertreiben. Also der Hobbit, der da wohnt, der hat sich ordentlich gegönnt. Ja. Eine Trinkeike. Der hat das Kraut gut weggeraucht. Da noch zwei Fässer hin. Also Fässer sind hier genügend. Kiste. Okay. Alles gut, oder sind weitere seltsame Dinge passiert? Nö, ich guck gerade auf die Anleitung und wundere mich, was dort passiert. Was dort gemacht wird. Okay, mit dem Zaun wird weiter hantiert. Ja, dann hantier mal weiter mit dem Zaun. Ach so, okay. Das da. Und da die Falltüren. Mindestens eine müsste ich jetzt noch haben. Ja, Fichtenholz. Oh, schöne beruhigende Musik jetzt hier. Kann man jetzt gebrauchen. Beruhigend ist immer gut um 23:30 Uhr nachts. Halb zwölf. Okay, ich werde mich jetzt umbringen in 3, 2, 1 und tot. Ich sehe es. Das passt jetzt da nicht ganz rein, aber ich wüsste auch nicht, wie es anders. Das ganze wichtige Zeug habe ich. Dann noch einmal den ganzen Boden abklappen und durch Erde ersetzen. Ja, habe ich dabei. Sehr schön. Oh, Moment, ich habe einen Blumentopf. Der Blumentopf war, glaube ich, aus dem Hexenhaus. Top. Dann platzieren wir den mal.
In hübs. Innen sieht es jetzt auch noch sehr hübsch aus. So, welche Blumen packen wir rein? Ich würde sagen, die blaue. Und da eine hin, da eine hin. Da hängt schon eine. Schön, jetzt habe ich ein Regal mit einer Blume. Okay. Der Tutorial hat jetzt gerade mit einem Klick die halbe Wand voll gemacht. Interessant. Klick, was, da eine Werkbank. Oder was? Da eine Werkbank, da eine Falltür. Das ist den Schritt, der hat sich den Sprit einfach den Shit den Shit gespart, ja. Ja, der hat sich den Shit gespart. Und dann einfach. Was er da gemacht hat, weiß ich auch nicht. Eine Werkbank hat er in der Mitte platziert. Gar nicht so schlecht, gar keine schlechte Idee, eine Werkbank in der Hütte zu platzieren und schon wieder Nacht. Es ist generell immer hier Nacht. Ich kann mir noch eine Werkbank craften. Aha, die Zeugen Jehovas schon wieder. So viele Creeps heute. Nein, ich will schon, ich bin schon katholisch. So. Gehst du mal schlafen? Ja, ich war gerade im Kartenraum. Tatsächlich, da ist mir gerade was eingefallen, da kann ich was zu erzählen. Bei meiner Familie, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, bei meinen Eltern haben mal die Zeugen Jehovas einmal oder zweimal, die sind nicht oft gekommen, ein oder zweimal haben die mal geklingelt und ich wurde ja auch katholisch erzogen und die Familie war schon immer katholisch. Und das ist auch nicht. Dann sind sie einfach an die Tür gegangen und haben halt einfach gesagt, nee, wir sind katholisch. Und damit hat sich's. Wir glauben schon an Gott. Wir müssen nicht bekehrt werden. Ich habe mal tatsächlich was Ähnliches gemacht. Nur so was kannst du halt abwimmeln. So das kannst, Gegenteil. So kannst du die halt abwimmeln. Ja, ich wurde mal am Bahnhof in Würzburg, glaube ich. Musst du auch mal probieren, muss ja nicht stimmen. Das ist ja. Ja, ich habe halt genau die andere Sache gemacht, weil. Das war, glaube ich, zu der Zeit. Danke, ich glaube schon an Gott. Ja, das war, glaube ich, zu der Zeit, dass. Ich hatte, glaube ich, zufällig eine PDF-Datei von der satanischen Bibel dabei. Und dann haben die mich angesprochen, habe ich einfach das Handy genommen und habe. Hab das draus vorgelesen. Hab gemeint, verstehst du, ne? Und dann sind die einfach gegangen. Mit dir wollten sie nichts zu tun haben. Ja, und ich glaube, einer hat sehr nervös nochmal zurückgeguckt. Ja. Das war eine sehr lustige Situation. Und dabei glaube ich da halt nicht mal dran. Ich hatte nur zufällig die PDF noch auf dem Dings, weil ich das. Hättest du mal eine richtige mit dabei gehabt, so eine. Also das gebunden in Leder und so weiter. Ich meine, die habe ich hier neben mir liegen. Hätten sie noch wie Vampire so. Wahrscheinlich. Ah, nee, das war gerade die Zeit, wo ich noch das Necronomicon mir bestellt hatte, damit ich das im Zug noch lesen kann. Übrigens sehr interessant alles. Möchte ich nochmal sagen. Ich glaube an nichts davon wirklich. Aber es ist sehr interessant zu lesen, um mal zu verstehen, was da alles hintersteckt. Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass man halt jeden irgendwie akzeptieren muss, auch dass man halt den Glauben lassen muss, ist auch unabhängig was davon halte. Es ist, als du mir gesagt hast, dass du Satanist bist oder dass du mal im Podcast gesagt hast. Das war mehr oder weniger nur ein Joke. Ich finde ja, die Ideen gut. Ich finde die Ideen gut. Ich glaube, übrigens möchte ich das jetzt nochmal ganz offiziell sagen. Ich glaube sowohl an nichts als auch an alles davon. Je nachdem, was besser für euch ist und was gerade nützlich ist. Ich war auch nicht begeistert. Ich war auch nicht so begeistert davon und bin da auch ein bisschen, naja, war es auch nicht so herrlich. Aber es ist, ich habe das mal meiner Mutter erzählt und hab ihr das dann mal gesagt. Da hat meine Mutter gesagt, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ganz schlimm und so weiter. Sie fand das gar nicht toll. Das Ziel dahinter. Aber ganz ehrlich, ich glaube halt. Ich habe dann gesagt, ja, ich musste. Ja, ich akzeptiere das auch so. Ich meine, wenn das.
So wie er akzeptiert, dass ich an den Gottes Christentums glaube, dass er, also so muss ich akzeptieren, dass er an seine, das ist doch wurscht, das ist halt. Ja, wie gesagt, das ist halt auch das Lustige. Ich glaube halt, was er will. In Situationen, wo es mir nützt, glaube ich auch durchaus an Jesus. Ich habe die Bibel gelesen, ich bin wahrscheinlich bibelfester und kenne mich besser damit aus als die meisten Christen. Aber normalerweise, wenn es um mich privat geht, würde ich sagen, ich glaube an nichts. Aber ich sag's mal so, solange du damit nicht wen anders verletzt oder damit irgendwas, also solange du damit nicht irgendwie andere beschneidest in ihren Rechten oder so, dann ist das in Ordnung. Dann kannst du glauben an das, was du willst. Nee, auf keinen Fall. Deshalb finde ich halt auch zum Beispiel sowas wie die satanische Bibel, das ist übrigens ein richtig beschissener Titel, möchte ich anmerken. Weil es eigentlich nicht das ist, sondern einfach nur eine Zusammenfassung, was in der katholischen Kirche scheiße läuft und was man besser machen kann. Da brauchst du nicht, die satanische Bibel zu, das kann ich dir auch so sagen. Ja, schon klar, aber es ist halt im Grunde das nur eben im Stile von, ich glaube, vergleichbar ist es in Deutschland so mit einem Sonneborn. Ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen, da brauchst du die satanische Bibel nicht dafür, da kannst du mich mal interviewen für zu. Ja, ich kann dir sagen, was in der katholischen Kirche scheiße läuft. Ja, ich kann es dir auch sagen, ich bin da auch auf. Ich kenne mich da gut aus, das kannst du aber glauben. Naja, ich denke am ehesten, wenn man dich fragen würde, woran glaubst du, würde ich sagen, ich glaube an Menschen. Wo wir gerade dabei sind, kann ich gerade mal sagen, zum Beispiel jetzt neuerdings hier, es lief in den Nachrichten, vielleicht hat der ein oder andere davon gehört, wenn nicht, erzählst du jetzt hier, der Kardinal, der deutsche Kardinal Marx, dem Papst seinen Rücktritt angeboten, wegen der Sache mit dem anderen Bischof, mit den Missbräuchen und so weiter. Den Zug, dass sein Rücktritt anbietet als Kardinal, als ja der Chef von den ganzen, finde ich ein guter Zug, aber was mir zu schlucken gibt, einerseits das, was trägt das zur Aufklärung bei, und andererseits, er war einer der Besten in der Kirche, und wenn er jetzt zurücktritt, er war einer der Progressiveren. Und dann danach kommt da vielleicht jemand, der seinen Schwanz schon in mehr Kindern hatte als... Und sein Nachfolger, so würde ich es nicht ausdrücken, aber sein Nachfolger, Ja klar, das ist jetzt ein bisschen sehr überspitzt gewesen, das ist schon fast auf Podcast-Niveau gewesen. Aber es ist halt aber so. Verstehst du, was ich meine? Deshalb bin ich nicht froh darüber, dass er das... Ja, ich auch nicht. Ich habe aber auch mitgekriegt, dass in der evangelischen Kirche wohl die Ermittlungen oder das Team, das bei denen für die Missbrauchssachen zuständig ist, aufgehört hat, weil es einfach zu viel wurde und sie das von der Manpower her nicht bewältigen konnten. Auch schön. Also das ist auch so eine Sache. Also die sind nicht viel besser. Man redet nur nicht drüber, wie es aussieht. Also das ist mein Stand. Also es sind nicht nur die Katholiken, es sind halt wahrscheinlich einfach alle Geistlichen, weil die haben halt Macht. Also Macht, es wird Macht ausgenutzt. Es wundert mich sowieso, dass Politiker noch nicht angefangen haben. Ja, die werden wahrscheinlich einfach zu wenig zu tun haben mit... Ja, die CDU. Ich sag mal so, die CDU, dass da noch nichts rausgekommen ist, ist ohne Sache. Die werden halt einfach zu wenig zu tun haben. Ich meine, wenn jetzt ein Politiker eine Jugendgruppe leiten würde, was glaubst du, was da alles passieren würde? Das will ich mir gar nicht vorstellen. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein... Es gibt Jugendgruppen von Politikern, das ist... jede Partei hat eine Jugendgruppe. Ja, die wird aber nicht von zum Beispiel dem Seehofer geleitet oder überwacht. Und der Hashtag, Junge Union. Wer weiß, was da alles so abläuft in der Jungen Union. Weil da läuft so viel schief, aber das glaube ich echt nicht. Das ist die eine Sache, die da nicht schief läuft. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, wenn Seehofer jetzt zum Beispiel so eine katholische Jugendgruppe leiten würde, was glaubst du, dass da alles passiert wäre? Wer weiß, dass das nicht tut? Ja, man weiß es halt auch nicht. Also, das ist jetzt... Nur daher gesagt, ich glaube nicht, dass er da irgendwas macht. Das soll auch kein Vorwurf sein, um mich rechtlich jetzt mal abzusichern.
Ich werfe hier niemandem was vor. Es ist jetzt nur ein Beispiel, weil mir der Name gerade eingefallen ist. Ohne Kontext. Ja, red weiter. Ja, das war jetzt nur fürs Rechtliche, also angenommen, ein bekannter Politiker würde so eine Gruppe leiten, so wie es ein Pfarrer macht. Ich glaube, da wäre einiges passiert. Vielleicht gibt es ja Leute, das ist, kannst du ja nicht wissen. Das kann es nicht ausschließen, es gab glaube ich auch. Wurden noch nicht aufgedeckt. Ich meine, die Masken, die es und so weiter, die wurden halt dann sind erst dann bekannt geworden, weil sie aufgedeckt wurden. Ja, ich glaube, wo Macht ist, wird sowas immer passieren. Und muss sowas auch immer passieren, weil das im menschlichen Natur liegt. Und das ist halt scheiße. Das ist kein gesellschaftliches Problem, das ist einfach ein menschliches Problem. Ich finde es herrlich, dass meine Playlist gerade so ein bisschen was. Der gibt was so ein bisschen wie Kirchenmusik kriegt. Es ist der Chor aus Nier, oder? Nee, aber das ist Kirby's Epic Yarn. Das klingt gerade so, könnte so ein bisschen eine Eröffnung zu einem Halleluja sein, so ein bisschen. Bei mir laufen gerade die Bongos aus Link's Awakening. Da könnten wir jetzt irgendwas zu singen, das so beschwingt, so, Gott, ja, der ist groß, und sowas in dem Art, irgendwas so, ja, man kennt's. Und wir singen sein Halleluja, irgendwie sowas in der, man kennt's. Aber ganz ehrlich, das muss sogar ich der Kirche lassen, die Musik ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Naja. Du kennst nicht, du kennst manche Lieder nicht. Du kannst mir glauben, dass ich mehr Kirchenlieder kenne. Da kommt einem manchmal das Kotzen. Manchmal wirklich. Von den Deutschen schon, aber die Amerikanischen zum Beispiel, die sind echt. Ein Gospel ist schon echt geil, muss man schon wirklich sagen. Das kam ja auch alles aus der Religion und das ist halt wirklich gut, das kannst du dir auch echt gut geben. Und ich persönlich, ich mag auch Orgelmusik. Hat schon was. Ich mag's nur nicht, wenn's unbedingt die 90-jährige, keine Ahnung, Monika. Schlecht. Das ist auch immer bei Kirchengesängen dann immer. Schlecht gesungen, schlecht gespielt. Ja, nein, schlecht spielen nicht. Ich glaube, jeder Orgelspieler in der Kirche kann das wirklich gut. Aber der Gesang von den Kirchen. Das ist halt seltsam, wenn das so eine kleine alte Frau macht. Der Gesang von manchen Kirchenmitgliedern, dann so die alten Omis dann immer in der Kirche. Es klingt halt einfach immer scheiße, wenn es nicht der offizielle Kirchenchor ist. Gehst du mal ins Bett? Ja, gleich. Klingt immer scheiße, wenn es nicht der offizielle Kirchenchor ist. Weil dann immer irgendwer versetzt ist, irgendwer hat eine schlechte Stimme oder irgendwie sind zu laut, sodass der alle anderen übertönt. Auch dieses. Und dann Monster sind in der Nähe, okay. Ich kann gar nicht. Die Zeugen Jehovas stehen wieder vor der Tür. Und dann gibt es auch immer noch diejenigen, die einfach überhaupt nicht singen, einfach nur dastehen und gelangweilt sind. Die sind auch die Besten, die wahrscheinlich einfach nur von ihrer Mutter hergeschleppt wurden. Immer an Weihnachten, immer es ist Monster. Du kannst jetzt nicht schlafen, es ist ein Monster in der Nähe. Okay. Ich gehe gerade mal rüber zu dem anderen Haus. What the fuck, was ist mit der Musik los jetzt hier? Passt zum Henker. Ich schlafe jetzt bei Prof. Auch nicht schlecht, aber was wolltest du sagen? An Weihnachten? Ein Weihnachten zum Thema laut singen in der Kirche. Das zu Weihnachten, da gab es zumindest in meiner Gemeinde immer das eine Lied, was immer, also es immer gibt es immer die typischen Weihnachtslieder und dann gibt's, ich weiß nicht mehr welches Lied es war, da müsste ich mal nachgucken. Gibt es immer dieses eine Lied, was immer zum Abschluss gesungen wird, immer beim Auszug, immer dann am Ende. Und das wird immer traditionell von der ganzen Gemeinde gegrölt. Das ist dann die erste Strophe immer noch relativ leise. Die zweite Strophe dann noch ein bisschen lauter, noch betonter. Und die dritte Strophe wird dann immer gegrölt. Das ist dann immer die Männer in der Gemeinde dann immer so. Freue dich, oh Christenheit, war das hier. Das ist hier. Oh Gott, das, ja. Kennst du das Lied? Dieses.
wie gesagt, ich kenne vermutlich. Und dann zur zweiten Stufe hier, Christ, hier himmlische Chöre jauchzen dir die Ehre. Und so weiter wird das dann immer. Freue, freue dich, oh Christenheit. Das ist immer die ganze. Ja. Was ich mich übrigens. Schief und krumm und laut und es. Ja, ich war ja schon seit so ein, zwei Tagen nicht mehr in der Kirche. Wird dann Weihnachten eigentlich auch irgendein Lied über den Weihnachtsmann gesungen oder alles nur? Nein, der Weihnachtsmann ist tabu, das ist halt okay, einfach. Okay, gut. Ich dachte mir auch schon, weil das finde ich sehr seltsam, weil ihr betet quasi ein Coca-Cola-Merchandise-Maskottchen an. Definitiv nicht. Das Christkind. Ist immer das Christkind. Das wäre aber auch saulustig, wenn das einfach mal irgendwann. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Weihnachtslieder sind so schrecklich. Manche sind ganz schön. Also das ist hier mein Lieblingsweihnachtslied hier, Little Drummer Boy. Das ist ja. Kenn ich jetzt zum Beispiel. Das finde ich gar nicht schlecht. Das finde ich super. Manche. Ja, manche das wird aber wahrscheinlich auch wieder ein englisches sein, ne? Ich mag auch, ja. Little Drummer Boy ist ein englisches Lied. Nein. Es kann auch ein deutsches sein. Ich kann jetzt den Text nicht, weil es halt Englisch ist, aber. Ich kenne den Text nicht, aber es klingt gut. Und summen kann ich es auch nicht. Ja, das ist halt zum Beispiel eins, das kenne ich null. Habe ich auch, glaube ich, noch nie von gehört. Okay, zwei rote Bette übereinander. Betten übereinander stapeln. Hier, das ist auch nicht, dass das geht. Betten stapeln. Können wir gleich raus. Angeblich geht das jetzt hier. Oh ja, es geht. Habe ich hier gerade. Ich habe gerade zwei gestapelt. Können wir zusammen schlafen. Es geht. Aber was ist das? Das ist halt. Falltüren sind das nicht. Dann werden es wahrscheinlich Slaps sein. Ich benutze jetzt einfach Falltüren dafür. Oder so. So es denn geht. Okay, wie zum Henker hat er das gemacht? Hinten die Bettenecke. Es wird ja jetzt alles ganz kuschelig, wenn auch noch der Zaubertisch und die Bücherregale stehen. Da muss ich mich dann, das wird vielleicht mein nächstes Projekt, einfach mal die Bücherregale besorgen. Dann mal gucken, dass ja, oder der Zaubertisch, du hast ja. Das heißt, du müsstest eigentlich Diamanten suchen gehen. Also, wir haben auf jeden Fall eine Höhle, wo Diamanten sein können. Da könntest du einfach dann mal reingehen. Ob das von Erfolg gekrönt wird? Wenn nicht, ich meine, es ist alles abgesichert. Ich habe da ja schon die Höhle soweit ausgebaut. Ein Zaubertisch und Bücherschränke bräuchte ich da jetzt. Ah, kam das andere Bett her. Jetzt habe ich's. Ich hatte auch unten in der Mine noch eins gecraftet. Was wird das sein? Okay. Jetzt kommen alle Teile zusammen. Wie kriege ich da die Falltür ran? Ah, so. Sehr schön. Bettnische. Und dann kommt noch als Platzhalter hier die grüne Wolle hin. Dafür braucht man die grüne Wolle. Wo der Zaubertisch dann hinkommt. Okay. Da sieht mein Innenraum jetzt auch gleich hübsch aus. Da fehlt halt nur noch die Bücherecke, dann wär's halt hübsch. Okay, das könnte 1, 2, 3 groß sein. Ulkige Songs hier in der Playlist. Das klingt auch hier gerade nach Gospel. Das ist Nintendo oder irgendwas Japanisches. Was? Ich glaube, meine Stimme geht gerade drauf.
Wieso geht deine Stimme drauf? Weiß nicht, zu lang geredet? Ich merk's auf jeden Fall schon. Mhm. Ja, es sind jetzt wahrscheinlich schon 4-5 Stunden. Ja, am wahrscheinlich. Moderieren. Okay, und dann hier Tische. Stell hier einfach mal ein paar Fichtenbretter auf, da wo dann später die Tische stehen sollen. Apropos Stimme, hast du eigentlich das von Tanzverbot mitgekriegt? Was für eine Stimme? Mit Tanzverbot. Der ist gerade dabei, seine Stimme zu verlieren, weil er zu viel geschrien hat. Okay, nee, hab ich nicht mitbekommen. Er hat jetzt Stimmbandreizung und wenn er weitermacht, könnte er da ein chronisches Problem kriegen. Das ist nicht schön. Nee, das ist echt nicht schön. Weil ich glaube, Knossi hat es auch erwischt. Hirten. Der hat, glaube ich, auch so ein ähnliches Problem. Ja, es sind auch so die Leute, die da rumschreien immer. Ja, jetzt leiden sie halt dafür.